Ich würde so gerne, wenn ich mit einem Politiker rede, würde ich so gerne ausfragen über alle Grundsachen, die die Demokratie angehen. Was ist denn Demokratie für dich? Da muss man halt aufpassen, dass, oh, jetzt pickelt der Hund gleich in deine grünen Pflanzen. Weißt du, was mich total freut? Dass in der heutigen Zeit immer mehr Menschen aufstehen für Demokratie und Vielfalt und dem ganzen Hass und Hetze was entgegensetzen. Und ich freue mich vor allem, dass auch Künstlerinnen und Künstler wieder stärker Stellung beziehen. Wir haben so eine romantisierte Vorstellung von Demokratie. Das löst alles um. Wir haben die Vorstellung, Demokratie heißt, alles, was ich will, passiert. Ja, weil ich bin ja das Volk. Und das stimmt ja nicht. Ja. Meine Eltern haben mir mal gesagt, kannst nicht alles im Leben haben. War ich kurz empört, aber scheint wohl wirklich so zu sein. Was ich vor allem finde, dass halt Demokratie sich nicht von alleine verteidigt. Das finde ich so wichtig. Dass wir doch viel zu lange immer gedacht haben, ja, Demokratie und Europa, das haben wir, das ist einfach so da. Absolut. Und auf einmal merken wir, Moment mal, es gibt Leute, die greifen das an. Und es gibt ja einen Grund, warum diese Parteien gewählt werden. Und das ist ja so eine allgemeine Verunsicherung. Man sieht ja, den Leuten geht es so gut wie noch nie eigentlich wirtschaftlich. Aber trotzdem ist natürlich die Angst groß, weil alle schneller reagieren können als die Demokratie. Das ist, glaube ich, eine Angst, die die Leute haben. Und deswegen haben sie diesen Wunsch, es möge doch irgendwie simpel sein. Und man möge doch vielleicht wieder einen vernünftigen Menschen wählen, der das alles ganz schnell entscheiden kann. Und da muss man die Leute einfach erinnern, das funktioniert noch beschissener. Das ist doch dann genau der Punkt, dass ich auch deutlich mache, dass Demokratie schön ist, anstrengend und dass es vor allem Kraft braucht. Ja, und dass eben ich nicht meine Bedürfnisbefriedigung sofort habe und dass die Welt nicht nur schwarz und weiß ist, sondern auch ganz viel grau. Und dass es nicht nur ein Entweder-Oder gibt, sondern auch ein Und. Und dass wir das auch wieder als Gesellschaft lernen müssen, das auch mal auszuhalten. Auch mal auszuhalten, dass wir vielleicht nicht alles sofort wissen. Auch auszuhalten, dass wir uns erstmal informieren. Ich wähle halt nach dem, was ich jetzt gerade wichtig an Impulsen finde. Und ich finde es zum Beispiel jetzt auch übrigens für die Grünen wieder eine Zeit, wo man sagt, es ist eigentlich alles erreicht, was die Grünen wollten. Die haben sich eigentlich selber erledigt. Ja? Also die großen bürgerlichen Freiheiten sind erkämpft und ökologisch ist jetzt mittlerweile in den Mainstream übergangen. Jetzt merkt man also, nee, ist ja eigentlich gar nicht so richtig. Jetzt merkt man wieder das ganze Wasser, da was ist drinnen im Wasser? Das ist Nitrat. Genau. Das sind Impulse, die ich halt jetzt setzen will. Ich habe auch gesagt, ich komme hierher, dass wir allgemein die Leute wirklich zum Wählen aufrufen. Genau. Ja, wählt innerhalb des demokratischen Spektrums. Ja? Also wählt nicht die Leute, die versuchen, dieses System abzuwählen. Ich sage, es ist erstmal primär egal, was eure Meinung ist. Das siehst du sicher anders. Trotzdem ist es erstmal wichtig, dass die Leute sich aktiviert werden. Darum geht es ja erstmal. Und ich glaube, als Demokratinnen und Demokraten müssen wir da eine Brandmauer errichten. Und deswegen wählen gehen, demokratisch. Und wer will, beide Stimmen grün.